Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Ja. Ukraine Bios gegen United Nations. Irgendwas. Ach du Scheiße. Gut, du Jude. Irgendwas steht hier, was jetzt ich gelesen und akzeptiert habe. Hoffen wir mal, dass ich da jetzt nichts geschrieben habe, dass ich jetzt hier der russischen Regierung zur Verfügung stehe für sonst was für Aktionen. Ja, und damit willkommen zum Polizeisimulator. Ja. Auf Deutsch umgestellt. Gut, dann ja, Mehrspieler, Einzelspieler, White Car Racist. Okay, schauen wir mal, was mich hier so erwartet. Ja, willkommen zu meinem Let's Test, auf meinem Kanal zu Let's Test. Omon Simulator. Ja. Spielen wir einfach mal los. Ah, jetzt können wir uns eine Karte aussuchen oder was? Natürlich. Chunky. Obama. Können wir uns den Spieler auswählen? Ach, Putin. Alles klar. Alles klar. Ricardo. Natürlich. Och, ich glaube, wir fangen mal mit Oman an. Spielen als russischer Polizist. Okay. Es könnte sein, dass so einige Texte und Audios im Hintergrund so ein bisschen Propaganda enthalten. Das würde ich nicht ausschließen. Ich habe das Spiel für ein Huhn. Ja, für ein Huhn, für ein Ei, für ein Apfel und ein Ei habe ich das im Steam Shop bekommen und ja, schauen wir mal. Ja, das ist mal wieder so ein 40 Cent Spiel aus dem Steam Shop. Ich glaube, ja, wie viel hat es gekostet? 39 Cent, ja, 40 Cent, 39, 40 Cent. Okay, Tore. Zerstöre 15 gefährliche Poster, stoppen Sie den Aufstand von 12 Enten, neutralisieren und verhaften Sie 50 Demonstranten, Verhaftung von Alexei Karnawalny, wer auch immer das ist, Verhaftung von Donald Trump, Verhaftung von Barack Obama, Haftermittler Sobol, respektiere den Präsidenten Russlands. Okay, das klingt ja schon mal Offizierswerk für Steppy. Natürlich, jetzt hat er auf meines Team Bibliothek zugriffen und weiß, wer ich bin. Das habe ich wahrscheinlich in dem Anfangsding akzeptiert, dass der meine da alles von mir weiß und dass er meine Daten jetzt auch alle an die russische Regierung schickt und dort, dass Putin jetzt meine Adresse weiß und so weiter. Habe ich jetzt alles in dem russischen Text am Anfang. Ja. Habe ich eingewilligt. Okay. Und wir haben sofort 3 Errungenschaften freigeschaltet, nachdem ich jetzt hier einmal E gedrückt habe. Natürlich, great job. Okay, da unten steht, was wir tun müssen. Ich schalte hier mit dir. Natürlich. Ja. Natürlich kann ich hier auf dem Gehweg stullern. Und ich schalte hier nur Errungenschaften frei. Mhm. Sehr schön. Na dann, mit WASD laufen wir. Errungenschaft freigeschaltet, ich habe mich bewegt. Es ist ja... Gut, zerstört 15 gefährliche Poster. Gefährliche Poster, wo haben wir denn gefährliche Poster? Sehr gefährlich. Mhm. Können wir es nicht zerstören mit dem Schlagstock? Mit dem Schlagzeug. Mit dem Schlagzeug, genau. Mit dem Schlagstock draufhauen. Und jetzt haben wir schon Errungenschaft freigeschaltet. Ja. Und was machen wir hier? Wir können vor uns herschieben. Ach du Scheiße. Ach du Heiliger. Das musste hier leider zensiert werden.
Ja, das muss ich für mein, das muss ich eine Videobeschreibung, eine Videoverarbeitung muss das jetzt leider rauszensieren. Das war das. Ja gut. Ich dachte, ich soll die Poster zerstören. Jetzt habe ich den zu Boden geknüppelt. Ja, sehr schön. Neutralisieren und Waffen die 50 Demonstranten. Okay. Den habe ich mal neutralisiert. Stuck Press U. Ah, nee, lieber nicht. Okay, kann ich hier auch meine eigenen Polizisten verprügeln? Jo, Kollegen verprügelt. Ich hole euch Platz. Die Polizei Platz machen. Ja, wenn wir die Funktion schon haben. Ja gut. Okay, was zum Henker. Ups. Errungenschaften. Auto kaputt machen. Ich bin ein verdeckter autonomer Demonstrant. Ich habe mich nur als Polizist verkleidet. Insgeheim schlachte ich hier Polizisten ab. Jo. Links autonome Szene. Am Start. Polizeiautos kaputt machen. Der Polizist hat sich aber schnell radikalisiert. So. Oh, zeigt mehrere Leute. Okay, die kann ich nicht verprügeln. Die stehen da einfach nur so. Okay. Du prügel dich den Polizisten an. Oh, jetzt habe ich den Polizisten aus Versehen mit umgehauen. Oh, dich habe ich auch aus Versehen umgehauen. Oh, dich auch, ist das ein, was ist denn mit dem da los? Mach ich alle. So. Können wir hier denn rein? Oh. Wir können tatsächlich hier rein. Ach du Scheiße, wo sind wir hier gelandet? So. Okay, das können wir nicht. Können wir wieder raus? Ich würde hier gerne mal wieder raus. Ja gut. Müssen wir näher ran hier. Treten können wir sie nicht. Da liegen schon welche. Mit einem Schlag natürlich. Zwei auf einen Schlag. Na Sichi, legt euch alle in eine Reihe. Nein, ich will jetzt kein V drücken. Ich mache mir den Weg frei. Died. Der hat mich getötet. Aha. Ente. Jetzt 12 Enten. Ich muss die Ente verprügeln. Gehen aus dem Weg. Stoppen Sie den Aufstand von 12 Enten. Ah, okay. Die alle verprügeln und die Ente kaputt machen. Kann ich nicht kaputt machen. Ach, ich kann ja harmlos Leute, friedlich demonstrierende Leute niederknüppeln. Cosplayerin. Niedergeknüppelt. Ja. Da pissen zwei hier einfach in die Ecke. Kann das sein?
Das sieht doch ganz so aus. Nicht in der Öffentlichkeit pissen hier. Gibt's doch gar nicht. So, ich beende hier den Aufstand der 12 Enten. Scheinbar ist das hier der Aufstand. Ich mache euer Auto kaputt. Na, haut's nur ab. Ich krieg euch trotzdem. So, hier noch ein bisschen. Hier wollen wir noch keine. Ach, das ist. Wieder der, das war alles der Aufstand der drei, der 12 Enten. Man muss ja alle hier verprügeln. Das gibt's ja nicht. Das krieg ich ja niemals hin. Die kam mit Lauf Vladimir Putin. Bats. Ist ja wohl ein sehr gefährliches Plakat. Was steht ihr hier so Wache? Ach, ist das da hinten Putin? Sieht doch fast so aus. Hier mal durch. Ach, das ist Donald. Ich bahne mir den Weg zum Donald hin. Von hinten an ihn heran. Und so endet meine Geschichte. Respekt. Zu früh bezahlt. Was? Na, sehr gut. Dieses Bild ist auch sehr hübsch. Dieses Ladebild. Ja gut, ich war gerade kurz davor, den Donald zu Respekt zur frühen Zeit oder was ist jetzt? Jetzt will ich aber nochmal an Donald ran. Drücken Sie K, um das Hut auszublenden. Ah, okay. Da werden Sachen geworfen. Alle wirf nicht so mit Sachen. Ich bin zu Donalds durch. Zack. Jetzt Polizist getarnt. Och, jetzt sind. Nein, wo sind wir jetzt reingeraten? Ach du Schande. Ach, da können wir mittanzen. Cool. Natürlich. Wir kriegen ja durchweg Errungenschaften. Es ist ja. Errungenschaften sind hier nicht das Problem. Das kriegen wir ja zu Genüge. Ah, ich komme nicht an den Rand. Verdammt. Stuck plus you. Ja, sehr hübscher Ladebildschirm. Nicht hier mal. Jetzt Trump können wir das jetzt mal als Obama spielen. Vielleicht ist das eine Aufgabe, als Trump zu spielen oder als Obama. Spielen wir mal den Trump. Vielleicht ist das ja eine der Aufgaben. So als Trump Haftung vornehmen. Also ich bin Trump. Du willst meinen Prügel raus und prügel für alle. Okay, er hat kein Prügel in der Hand, aber gut. So mit der Faust. Macht's alle platt. Gut. Dürfen wir jetzt nicht zu nah an den anderen Donald ran. Ich will noch den Trump irgendwie auf eine Demo raufschicken. Geht das nicht. Ich bin hier nur in dem Raum hier beschränkt. Einsatzfähig. Okay. Können wir an den Polizisten vorbei und dann dort lang? Okay. Auf der Ermittler, Sobol respektiert den Präsidenten Russlands. Ja, natürlich. So kam es, um das auszublenden. Sehr gut. Ja, genau. Die Frau umhauen. Grab doch bei den Pussys. Ja. Alle Platz machen. Die Homo-Bande hier.
hauen sie ab. Ah, die Schilder können wir vernichten hier. Können wir die umwerfen? Zerstöre Schilder war doch eine. Na egal. Die gefährlichen Schilder. Dich noch weg. Ach hier die. Ja. Raumfahrer oder was stellen die da? Draufhauen. Ja, explizite Gewalt-Szenen hier. Ja. Sehr schön. Ich komme nicht weiter. Schade. Ja gut, na dann. Lassen wir das mal hier bleiben. Stecken wir den Schlegel wieder ein. Wir verlassen das Chaos hier. Präsident Trump. Gut, damit bin ich raus. Ja, gut. Kommen wir nochmal mit Trump. Hier. Ja, sehr gut. Und zum Abschied nochmal. Was war die Taste? Sehr gut. Ein paar Liegestütze, ein paar Kniebeugen. Kniebeuger. Und eins und zwei und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Ja gut. Ja, dann gucke ich mal das hier zurück zur Speisekarte. Hier gibt es noch einen Mehrspielermodus. Das ist wieder, ja, kann ich jetzt wahrscheinlich nicht viel machen. Aber gut. Ich bin gerade im Einzelmodus. Ja, ich kann jetzt hier keinen anderen einladen, weil kein anderer das hat. So Speisekarte. Na gut. Dann würde ich mal sagen. Ja, ich habe ja einige Errungenschaften freigeschaltet. Eine Karte habe ich auch bekommen. Eine Sammelkarte. Na toll, ja, dann deinstalliere ich das Spiel gleich mal wieder. Ja, dumm ich noch rum, soll es euch irgendwie gefallen haben. Ich schaue mal, wie ich das jetzt im Schnitt zusammenschnipple. Ja, gut. Haut da rein. Ciao, ciao. Das war jetzt mal ein letztes Test wert, aber. Ja, ciao, ciao. Macht's gut.